Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es heute um Coin2Fish und meine Exit-Strategie. Jeder, der sich mit dem Thema Coin2Fish schon mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, wird wahrscheinlich einige Scam-Vorwürfe auch schon mal mitbekommen haben. Das Spiel steht aktuell extrem in der Kritik. Leider, eigentlich fand ich das System ziemlich cool von der Idee her. Jetzt hat sich aber ja schon irgendwie rausgestellt, dass eigentlich sollte es ja ein NFT-Game sein. Die Fische, die hier habe, ich zeige euch da mal mein Inventory, dass das eigentlich gar keine NFTs sind, leider. Und das ist schon mal so das erste Problem an der ganzen Geschichte. Eigentlich gehört uns hier nichts. Ich bin vor einiger Zeit leider, sage ich jetzt mal, auch mit 1000 Euro reingegangen in das Spiel. Ich habe auch schon mal 150 Euro ungefähr ausgezahlt. Das hat auch problemlos funktioniert. Aber wenn wir uns jetzt mal den Token anschauen, da sieht man schon, hier ist ein enormer Abverkauf zu sehen. Aktuell liegen wir jetzt bei ungefähr, ja, ein bisschen mehr als 7 Dollar Cent. Und das All-Time-High hat man vor kurzem erst bei über 2 Dollar. Es ist schon ein enormer Preisabfall. Das Problem ist einfach, es funktioniert immer mal wieder der Marketplace nicht. Man kann keine Fische verkaufen oder kaufen oder vor allem kein Food. Es funktioniert, die Auszahlung hat bei einigen auch nicht in der Vergangenheit funktioniert, was ich vieles gelesen habe. Das Entwicklerteam soll sich zwar darum kümmern, aber ja, wissen tut man es leider nie so richtig. Und dementsprechend, das Gute an dem Spiel ist dieses Corral-System. Man hat hier die Möglichkeit quasi, also wir füttern ja die Fische. Und je niedriger der Preis quasi für diesen CTFT-Token ist, desto mehr Korallen bekommen wir quasi. Also ich bekomme jetzt hier beispielsweise für diesen Ankommenfisch für jede Fütterung 3,7 Korallen plus 24% nochmal Gildenbonus. Und würde der Preis jetzt ansteigen, würde ich weniger Korallen bekommen. Dementsprechend bleibt eigentlich der Preis, den man verdient, oder der Gewinn, der tägliche Gewinn, gleich. Das Problem ist aber natürlich, wenn ich hier meine Korallen halte und ich erst in einigen Tagen auszahlen kann, werden die natürlich auch wieder weniger wert sein. Coin2Fish hat ja das Modell, wenn ich hier auf Exchange gehe, dass man jeden Tag etwas in den Fees runterfällt. Also man startet, glaube ich, bei 75%. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, bei 75% Fees auszuzahlen. Dementsprechend muss man warten, bis man so 5% runterfällt, um dann eben mehr Gewinn für sich zu behalten und weniger Gebühren zu zahlen. Das ist jetzt natürlich auch meine Strategie. Ich versuche jetzt auch, wenn der Token fällt, und ja, vielleicht ist es auch ein Scam, vielleicht auch nicht, aber der Token fällt auf jeden Fall weiter, alleine schon, weil so viele Leute von Scam sprechen. Ich glaube, da wird's, ja, das Spiel wird keine lange Zukunft mehr haben. Also wenn ihr jetzt noch nicht reingegangen seid in das Spiel, dann würde ich euch auch auf jeden Fall davon abraten momentan. Wie gesagt, ich finde eigentlich das Modell extrem cool, aber ja, leider wird sich so ein bisschen um die falschen Dinge gekümmert momentan. Irgendwie arbeitet das Entwicklerteam an irgendwelchen 3D-Betas oder irgendwelchen Fischveränderungen, Jellyfish, anstatt jetzt mal den Marketplace und die Auszahlungen ordentlich hinzubekommen. Und es hat schon einen ordentlichen Beigeschmack. Dementsprechend liest man ja überall nur Twitter, Discord, in der Gilde. Überall liest man eigentlich nur Scam-Verdacht, alles schlecht, alles schlecht. Und allein deswegen, glaube ich, wird der Token so rapide noch abstürzen, dass das Spiel keine lange Zukunft mehr hat. Ich versuche jetzt Folgendes. Ich füttere ganz normal weiter. Wir haben jetzt hier meine Balance von den Korallen. Und ich gehe jetzt so vor, jedes Mal, wenn ich sofort gefüttert habe, gehe ich sofort in den Shop und kaufe mir von den Korallen Fischernetze. Weil natürlich, je mehr der Preis fällt, desto teurer werden auch wieder durch dieses System in dem Spiel die Fischernetze oder jetzt die Angeln, egal. Und um mir da keinen Preisverlust eben ja, einzufangen, kaufe ich sofort hier meine Angeln und fische quasi, füttere jetzt noch das, was ich habe, und fische dann erst immer, wenn ich wirklich muss, um am Ende quasi zu dem Preis, den ich noch verhältnismäßig gut dann hier eingekauft habe, mein Food zu generieren und eben die Preise dann hier mitzunehmen. Wenn ich dann endlich bei 5% wieder angekommen bin, werde ich, denke ich, auch den einen oder anderen Fisch noch versuchen zu verkaufen. Sollte der Marketplace funktionieren, natürlich. Ich werde nicht alles rausziehen. Vielleicht geht es ja doch noch weiter. Ich hoffe es. Ich glaube es aber fast nicht. Ja.
Und vielleicht kann ich dann zumindest noch etwas, ja, Geld wieder zurückholen noch, wenn ich auch glaube, dass ich mit Verlust aus dem Spiel rausgehen werde. Aber ja, so ist das Ganze im Cryptospace. Man gewinnt mal, man verliert mal. Es ist jetzt hier noch nichts verloren, aber es sieht schon schwer danach aus, dass das Ganze den Bach runtergeht. Ich sehe es für mich einfach als, ja, Lerneffekt. Das war jetzt das erste Spiel oder das erste richtige Projekt hier, wo ich wirklich auch, glaube ich, ein bisschen, ja, ins Klo gegriffen habe. Aber so ist es halt manchmal. Genau, in dem Video wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ich jetzt mit dem Ganzen umgehe. Also ich mache mich jetzt auch nicht verrückt. Ja, man liest ja nur noch dasselbe. Dementsprechend, ja, bringt es ja auch nichts. Also ich füttere ganz normal noch weiter bis zum bitteren Ende und versuche dann einfach noch so viel, wie es irgendwie geht, rauszuholen. Das ist meine Strategie. Bleibt cool, Leute. Das ist Krypto. Mal gewinnt man, mal verliert man. Macht euch nicht verrückt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über ein Like und vielleicht sogar ein Abo, würde ich mich riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.